99% der Sportler trainieren falsch. Ich zeige euch heute, wie man ganzheitlich, funktional und effizient trainiert. Ganz wichtig beim Training eben auch die Ganzheitlichkeit. Ganzheitlichkeit, ein Punkt, der gerade bei Bodybuildern, Ganzheitlichkeit, immer wieder vernachlässigt wird. Dass einzelne Muskelpartien trainiert werden und dass dann viele Bodybuilder sehen dann meistens so aus. Ne? Ihr kennt das sicherlich, auch bei YouTube gibt es da einige davon, die sehen dann so aus. Ne? Und ja, das hat natürlich nichts mit Funktionalität zu tun, wenn die Beine so klein, also dünn sind und die Arme so dick, damit man schön posen kann oder bei Instagram noch ausgeprägter, ne? Posing, aber die Arme nicht. Also Ganzheitlichkeit, eine ganz wichtige Sache. Funktionalität ebenso wichtig. Funktionalität, das bedeutet, das was wir trainieren, das sollte natürlich auch einer gewissen Funktion dienen, einen gewissen Sinn. Das heißt, wenn wir unseren Körper trainieren, dann sollte der Körper das was er tut dann auch besser machen können und nicht schlechter. Und das, also das ein funktionales Paket ist der Körper, also wir gehen von Gesundheitssicht jetzt heran. Wenn er nur irgendwelche Gewichte hochhebt, ist das kein funktionales. Das ist dann losgelöst, in dem Wettbewerb Hantel hochnehmen, ist es dann was ganz Tolles. Aber funktional im Sinne des gesamten Körpers ist es natürlich nicht. Und effizient, Effizienz, auch ein ganz wichtiger Punkt. Die drei Punkte, die wollen wir heute anschauen und wie wir das gemeinsam lösen können. Gut. Ich schreibe euch mal ganz humorlos die Lösung auf, ne, wie wir das alles abkürzen können. Und das ist der Alltag. Der Alltag ist die Lösung. Glaubt ihr wirklich? Wir gehen die Sachen einfach mal durch. Also, wenn es um die Ganzheitlichkeit geht, um so einen gesamten Körper, dann denkt mal daran, wenn ihr in den Garten geht, wenn ihr ein Loch aushebt, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr aus den Regalen was rausnehmt, in den Wagen tut, was runtergefallen, aufhebt, wenn ihr zwischen den Herrscharen an Schnäppchenjägern manövriert hin und her, wenn ihr ganz schnell zur Kasse wollt, weil ihr noch vor dem anderen gehen wollt und sprintet, wie viele Möglichkeiten ihr alleine beim Einkaufen habt zu trainieren. Gartenarbeit, wie gesagt, Spaten ist das eine, dann alle möglichen Art von Verschnitt, von Sachen anheben, wohin bringen, alles das trainiert den gesamten Körper. Ja. Absolut ganzheitlich. Und das kommt dann, und da sind wir dann hier bei dem, warum wir das eigentlich alles machen, warum trainieren wir ja eigentlich. Immer mal losgelöst von Menschen, die jetzt einen sportlichen Wettkampf machen und da jetzt aus dem Grunde trainieren, sondern jetzt der Otto Normalverbraucher. Warum trainieren wir? Wir wollen gesund werden und das bedeutet Körper und Geist in Einklang bringen. Körper und Geist sollen im Einklang bringen. Und wenn unser Körper fit ist, das heißt, wenn wir funktional diese Tätigkeiten, ganzheitlich diese Tätigkeiten alle ausführen, die unseren gesamten Körper belasten. Und Sexualität gehört natürlich auch dazu. Sexualität, die verschiedenen Stellungen, kann man auch mal einen Partner hochheben oder sich hochheben lassen. Und all das schult den kompletten Körper. Nicht nur in Muskelaufbau, sondern auch in Koordination. Und deswegen ist Ganzheitlichkeit durch den Alltag gegeben. Kommen wir mal zur Effizienz. Zu dem. Wie effizient ist denn eigentlich so Alltagsarbeit? Alltagsarbeit im Vergleich zu normalen Sport. Wie ist das denn, wenn man einen normalen Alltag hat, man geht zur Arbeit und will danach noch Sport machen? Das kostet dann natürlich Zeit. Es kostet Zeit, zu seinem Gym zu fahren oder zumindest in den Keller zu gehen und dort zu trainieren. Und das habt ihr dann alles nicht mehr. Wenn ihr in eurem Alltag eben die Treppen steigt, statt den Fahrstuhl zu benutzen. Wenn ihr euer Kind abholt, dass ihr lauft oder Fahrrad fahrt, anstatt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder mit dem Auto. All das
könnt ihr verbinden in eurem Alltag, wenn ihr Wege erledigt. Ihr könnt Sport kombinieren mit dem, was ihr zu tun habt. Und damit wird das viel, viel effizienter. Also nicht nur, dass ihr ganzheitlicher unterwegs seid, sondern ihr seid auch effizienter unterwegs. Und das ist eben auch so eine Sache, die nicht nur den Körper trainiert, sondern auch in eurem Geist. Weil wir reden ja von Körper und Geist, was in eurem Geist auch eine Zufriedenheit generiert. Weil ihr habt nicht noch irgendwas zu erledigen, ihr habt keinen Druck, oh, ich muss unbedingt noch Sport machen. Wenn ihr das in euren Alltag integriert, wenn ihr einfach euch daran gewöhnt, die Treppen zu steigen, die Wege per Fuß zu erledigen, Sachen anzuheben und keinen Möbelpacker zu bestellen, sondern das selber macht und ein paar Freundinnen oder Freunde ja, euch ranholt, dann hat euer Geist eine viel, viel höhere Lebensqualität, weil er nicht immer das hat, oh, ich muss Sport machen. Und vor allem, man schafft es ja häufig nicht, ein schlechtes Gewissen zu haben und zu sagen, oh, scheiße, ich hab meinen Sport noch nicht gemacht. Ja? Das ist ein unglaubliches, auch geistiges Potenzial neben der Effizienz, wenn ihr im Alltag einfach die Dinge beherzter angeht. Und wenn euch das nicht ausreicht, was im Alltag da ist, wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt zu viel oder zu wenig, was ihr habt, dann, wenn ihr euren Cola-Kasten, euren Wasserkasten anhebt, dann hebt ihr den halt eben hoch und macht dann halt einfach mal ein paar, ne? Und wunderbar. Oder wenn ihr irgendwas zu trinken habt, dann haltet das einfach mal lange so, während ihr trinkt. Statt ihr das so haltet bei der Party, haltet ihr das so. Da gibt es viele Dinge, die ihr integrieren könnt. Und das ist aber einfach in eurem Leben integriert. Das ist nicht aufgesetzt, das ist keine Pflicht, die ihr erledigen müsst. Und ja, deswegen auch hier der Alltag, Körper und hier auch Geist, einfach eine Bereicherung. Ja, dann kommen wir zur Funktionalität. Wenn ihr in einem Gym da liegt und liegt auf der Bank und macht eure Gewichte nach oben, ne? Wie funktional ist das denn? Wie funktional ist das im Alltag, dass ihr genau diese Bewegung macht oder irgendwelche Beinpressen oder sonst was? Wenn ihr im Garten einen Baum mit einem Spaten rausholt, dann tut ihr euren ganzen Körper dazu nutzen, dynamisch in die Erde zu gehen mit dem Spaten. Ihr rüttelt an dem gesamten Baum, ne? Ihr nehmt dann die Säge, haltet hier fest, hier, und euer Körper geht die ganze Zeit mit. Das ist funktional. Das, ihr macht Dinge, die einen Sinn macht, Funktionen, und der ganze Körper wird damit benutzt. Das ist funktionales Arbeiten, funktionales Trainieren. Wenn ihr singulär irgendwelche Übungen macht, dann ist das keine funktionale Übung. Das hat keine Funktion außerhalb der künstlichen Funktion, die ihr euch ja zurechtgelegt habt. Dieser Muskel wird dann größer, damit ich ein besseres Foto schießen kann bei Instagram. Ja, also da seht ihr, was Funktionalität angeht, ist natürlich auch der Alltag viel, viel besser geeignet. So, und jetzt kommen natürlich noch zwei ganz, ganz interessante Punkte. Das eine ist, und das möchte ich unbedingt auch erwähnen, weil da viele Sportler drunter leiden, Verletzungen. Und die Gefahr, die Verletzungen und die Verletzungsgefahr sind im Alltag viel, viel geringer, als wenn ihr losgelöst Übungen für einen Muskel macht. Weil euer Körper bekommt nicht genau mit, wann der Muskel überlastet ist. Beziehungsweise viele, gerade Hobbysportler, tun sich chronisch überlasten, gerade am Anfang. Die sehen, boah, da ist ein hübsches Mädel und ich gehe jetzt an die Bank und heb mal jetzt, leg mal 200 Kilo auf. Das ist so, wie wir funktionieren, unser Ego, unser Stolz. Das heißt, die Verletzungsgefahr, die ist viel, viel geringer, wenn ihr im Alltag Tätigkeiten ausführt, die ihr ständig ausführt, wo ihr genau auch abschätzen könnt, insbesondere euer Unterbewusstsein. Kann ich das heben? Kann ich das nicht heben? Und ja, ist das gefährlich in irgendeiner Weise? Ihr könnt das viel besser abschätzen. Das geht nämlich mit Funktionalität einher. Also das heißt, die Verletzungsgefahr im Alltag ist viel, viel geringer. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist anderen helfen. Wenn man ja, einfach zu wenig ausgelastet ist, man sagt, man möchte gerne noch mehr machen oder was, kein Problem, schreibt in eBay Kleinanzeigen kostenlose Umzughelfer. Ja? Dann könnt ihr kostenlos Sport machen und ihr helft Menschen. Und
Meistens ist es so, dass wenn ihr Menschen helft, energetisch, dass da auch was zurückbekommt. Für all diejenigen, die noch nicht an dem Punkt sind, gerne anderen Menschen zu helfen, weil es einfach schön ist, sondern über kurz oder lang wird die Energie sich irgendwie wieder zurücktransformieren zu euch. Es gibt in jeder größeren Stadt bei Facebook Gruppen Nachbarschaftshilfe. Da kann man einfach mal einen Nachbarn in der Stadt helfen bei irgendwas. Und da gibt es immer auch sportliche Tätigkeiten. Gerade ältere Menschen oder behinderte Menschen sind oft sehr dankbar, wenn Menschen ihnen bei irgendetwas helfen. Sei es der Einkauf, sei es eben der Umzug oder ganz kleine Sachen wie Möbel umräumen und so weiter. Da könnt ihr helfen und ihr könnt Sport, funktionalen, ganzheitlichen und effizienten Sport damit machen. Gut, effizienten Sport, das in dem Punkt klammere ich das mal aus. Natürlich ist es effizienter, ein großes Gewicht mehrfach anzuheben für diesen einen Muskel. Aber Effizienz im Sinne eures Gesamtlebens, was ich euch vorhin gesagt habe, dass ihr eben nicht im Kopf habt, oh, ich muss heute noch Sport machen, sondern das in euer Leben dauerhaft integriert und gar nicht daran denken müsst, sondern das immer wieder automatisch macht. Dann ist es viel effizienter, weniger, aber häufiger zu trainieren als, nee, es ist viel effizienter, doch weniger von der Intensität, aber häufiger von der Zeit her zu trainieren, als dass ihr solche Gewichte stemmt, also eine hohe Intensität habt, das dann aber nur einmal alle 2 Wochen machen könnt, weil ihr danach einen riesen Muskelkater habt und das einfach zu viel war. Und deshalb ist es effizient. So, und ich möchte euch einfach, gerade wenn ihr sportbegeistert seid, was etwas tun sollt für euren Körper, kauft keinen Home Trainer oder kauft kein was auch immer, ihr Gewichte oder sonst was, sondern helft anderen Menschen, gestaltet euren Alltag aktiv, da tut ihr auch was für eure Gesundheit, für Körper und Geist und für diesen Kreislauf und nicht nur für einen Muskel, der besonders geil aussieht, wenn ihr den dann fotografiert. Und das ist meine Inspiration für heute. Versucht euren Alltag aktiv zu gestalten und versucht wirklich mehr Sport zu machen, mehr Muskeltraining, aber macht das im Alltag und nicht im Gym. Alles Liebe, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.